Bin da. Kann losgehen. Hallo Leute und ein pixeliges Willkommen hier bei Me Applecat. Ja, ihr seht mich relativ oder sagen wir mal sehr verpixelt. Ich nehme das hier gerade mit der Original Apple Webcam vom MacBook Pro auf. Also mit dem kleinen Ding hier oben. Und ihr seht schon, die Bildqualität, die ist unter aller Sau, muss man eigentlich sagen. Die Webcams, die Apple hier verbaut, die machen einfach keinen Spaß. Damit will man nichts professionell oder auch nur semi-professionell aufnehmen. Ihr wollt damit keine Aufnahmen machen für YouTube. Ihr wollt da auch nicht, wenn ihr irgendwie mit Geschäftspartnern skypt oder Videochat macht. Das will man eigentlich länger keinem zumuten. Und dafür gibt es natürlich auch Lösungen. Ihr wisst schon, dafür habt ihr hier eingeschaltet. Ich stelle euch heute eine richtig gute Webcam vor. Die ist Plug and Play. Das heißt, die hat ein USB-Steckerchen. Kann man überall einstecken. Windows, Mac, PCs, Laptops, völlig egal. Steckt rein, nutzt es für Skype, für Videotelefonate, für Videoaufnahmen. Funktioniert alles. Und damit ihr jetzt mal seht, wie das dann aussieht, schalte ich mal um. Willkommen im Jahr 2018. Das hier ist Full HD 1080p, denn das ist die Webcam. Ich muss den Namen nochmal ablesen. Die 10980 Pro Full HD 1080p Webcam von Emeet. Jawohl. Und ihr seht schon, das ist ein ganz anderes Bild, was jetzt hier rauskommt. Damit kann man was anfangen, oder? Das ist eine ordentliche Aufnahme, finde ich. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist nicht mehr so verrauscht hier um mich rum. Also man kann schon was erkennen und die macht einen guten Eindruck. Sie ist wie gesagt Plug and Play, USB-A, einfach einstöpseln und das Ding läuft. Wir haben hier insgesamt 4 Mikrofone verbaut in der Webcam und 2 Lautsprecher, Stereo-Lautsprecher. Und ist eine coole Sache. Sie hat nämlich eine tolle Aufnahme. Also ich meine nicht die Aufnahmequalität, sondern eine Befestigungsaufnahme. Die kann man nämlich hier ja auf so einen Stativständer auch aufschrauben. Ganz einfach, ihr könnt das auf dem Stativ machen. Hier auf so einen Tripod könnt ihr es drauf machen. Ihr könnt sie natürlich auch, wie ich das jetzt hier habe, einfach aufs MacBook, auf den Computer, auf den Monitor oben drauf setzen. Die sitzt jetzt hier auf meinem MacBook drauf und geht gut. Also ein sehr flexibel einstellbarer Standfuß ist mit dabei. Mit dem kann man es auch auf den Tisch einfach hinstellen. Die Neigung kann man einstellen. Er hat eine ordentliche rutschfeste Unterfläche, dass der sicher dann steht. Und wie gesagt, vielseitig einsetzbar. Ich zeig's euch mal. Festhalten, wir switchen nochmal auf 1998. Und dann kann ich aber mal die Webcam hier mal live runternehmen. Und ihr könnt sehen, wie das Teil aussieht. Also eine recht interessante Form. Hier haben wir die Stereo-Lautsprecher. Hier auf der Oberseite haben wir die insgesamt 4 Mikrofone verbaut, die eine ordentliche Tonaufnahme bieten. Und auch hier die Lautsprecher. Ich spiele jetzt mal den Ton hier von den Lautsprechern aus. Und ihr könnt hören, das ist annehmbar. Das ist ein ordentlicher Ton. Damit kann man was anfangen. Hier haben wir den verstellbaren Fuß. Also man kann es dann in der Höhe und in der Neigung alles noch ein bisschen justieren und kann es dann hier auch dann an den Monitor oder den, das MacBook, den Laptop einfach anhängen und da wird es hier hinten so ein bisschen festgeklemmt. Das funktioniert gut. Und ihr habt noch ein kleines, einen Objektivschutz. Den kann man drüber machen, wenn es mal auf Reisen geht, damit hier die Linse auch entsprechend geschützt ist. Gott, ist das eine schlechte Qualität. Ich schalte nochmal um. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo steckt denn hier der Haken? Na, der Haken ist wie immer hier in der Brieftasche zu finden. Der Preis. Ihr müsst natürlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen für so eine Qualität. Das Ding kostet 90 Euro. Aber ich sag mal, wer das wirklich viel benutzt und Wert legt hier auf eine ordentliche Bildqualität, der kann das Geld ruhig mal investieren. Denn ihr habt ja selbst gesehen, deswegen mache ich das hier auf diese Art und Weise, wie dann hier im Endeffekt der Unterschied aussieht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also Leute, wenn ihr so ein Ding gebrauchen könnt, ich verlinke euch die Emeet Webcam hier unten in der Videobeschreibung direkt zur Amazon. Dort könnt ihr die kaufen, selbst mal ausprobieren. Ich finde auf jeden Fall, die Leistung ist sehr, sehr gut. Und vor allem im Vergleich zu den wirklich grottig eingebauten Webcams, die nicht nur Apple hier abliefert, sondern auch andere Hersteller hier bei uns abliefern. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht, warum werden so gute Kameras hier in den ganzen Smartphones eingebaut und in den Laptops haben wir so grottige Webcams immer noch drin. Aber naja gut, das ist vielleicht ein anderes Thema, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, es war für euch hilfreich und informativ. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Me Applecat. Macht's gut!